Ich bin Saleh, ich komme aus Syrien. Ich bin 22 Jahre alt. Ich wohne hier in der Unterkunft seit ungefähr 2 Jahren. In Syrien habe ich Jura studiert, aber leider ich muss mein Studium abbrechen, weil es gibt einen Krieg. Und ich musste fliehen. Meine Eltern und meine Schwester sind immer noch in Syrien, in Damaskus. Ja, ich habe täglich Kontakt mit meiner Familie, mit WhatsApp oder Facebook oder so. Ja. Im Prinzip geht es darum, wir haben ja diese Situation mit den Flüchtlingen, man nennt es wohl auch Flüchtlingskrise. Das heißt, Menschen kommen halt aus unterschiedlichen Gründen, die meistens sehr schwerwiegend sind, in unser Land. Und wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen. Und was wir machen, ist halt sozusagen eher die Probleme zu sehen, die das halt für uns bedeutet, anstatt die Potenziale zu sehen. Und die geraten dann in so eine Art Versorgungssystem und werden halt in irgendeiner Form wie eine, ja, mit Dienstleistungen behandelt. Aber wir kommen gar nicht daran, wirklich diese Menschen in ihrer Tiefe und ja, in ihren Potenzialen kennenzulernen und zu erleben und in eine Wirksamkeit auch zu bringen, sodass sie halt einfach genauso wie wir alle ja, ein total leuchtender Bestandteil unserer Gesellschaft sein können. Insgesamt bietet das Gebäude ein altes C&A-Gebäude, also wirklich in der Not entstanden, Platz für 600 Geflüchtete. Im Haus selbst wird Deutschunterricht angeboten. Wir unterstützen bei jeglicher Art von Anträgen, bei jeglicher Art von Kummer. Wir sind auch ein Kummerkasten, aber sozusagen im 1-zu-1-Gespräch und sind Ansprechpersonen für alle Bedürfnisse und schauen zu helfen. Wir versuchen zu helfen dort, wo Hilfe benötigt wird. Der Enthusiasmus im Team erstmal, wirklich der Glaube daran, etwas verändern zu können, war mit Sicherheit eine Besonderheit an dem ROC-Team. Sie wollten etwas bewegen, aber nicht nur in dieser Unterkunft, sondern es geht ja im Endeffekt darum, auch einen Mehrwert für alle Geflüchteten zu leisten. Und ROC hatte den Ansatz, dass es darum geht, dass wir aufhören müssen, über Flüchtlinge zu reden und anfangen müssen, mit Geflüchteten zu reden. Wir müssen uns trauen, uns gegenseitig zu begegnen, um voneinander zu lernen, um im Ergebnis eins zu werden. Weltweit sind aktuell über 65 Millionen Menschen auf der Flucht. Und gerade die Aufnahmegesellschaften stellt es natürlich vor massive Herausforderungen, gerade was die Unterbringung und die langfristige Integration der Geflüchteten angeht. Leider müssen wir damit rechnen, dass das auch in Zukunft eher der Normalzustand sein wird. Also das, was wir heute als akute Herausforderungen wahrnehmen, uns in Zukunft dauerhaft beschäftigen wird. Ich würde sagen, das Innovative ist eigentlich der Ansatz, der Bottom-up-Ansatz, weil das Wichtigste gerade bei der Unterbringung ist, dass man den Bedürfnissen begegnet, die tatsächlich bestehen und nicht, dass irgendjemand irgendetwas entscheidet, was vielleicht schon immer so gemacht wurde, aber im Endeffekt an den Bedürfnissen der tatsächlichen Bewohner vorbeigeht. Thank you.
Wir haben eigentlich versucht, so eine Art neues Betriebssystem für Notunterkünfte herzustellen. Und darunter liegt ein Prozess, den wir gemeinsam designt haben, der halt extrem auf Partizipation beruht. Das heißt, wir haben verschiedene Stakeholder zusammengeholt, zum Beispiel die Betreiberorganisation, die Malteser, verschiedene Initiativen aus der Nachbarschaft, ganz viel Netzwerk, Freunde, Maker, Designer, Handwerker und natürlich die Bewohner dieser Unterkunft und haben eine Research-Phase gemacht, um herauszufinden, was ist denn da eigentlich los und wie geht's euch da und wo seht ihr die Probleme. Und nach dieser Research-Phase ist rausgekommen, dass es halt ganz viele Bedürfnisse gibt, die gar nicht abgedeckt sind. Ich glaube, das Schöne an unserer Arbeit ist, dass wir halt nie die Probleme, sondern immer die Potenziale sehen. Und zum Beispiel eine 1500 Quadratmeter leere, abgeschrappelte Fabriketage oder ja, da sieht erstmal niemand was. Aber halt mit ein bisschen Imaginationskraft, ja, kannst du halt einfach dieses Ganze durchsehen und kannst du einfach diese ganzen Menschen sehen. Und arbeitest halt Stück für Stück das alles raus. Also hast einfach diese Vision und alles passiert, damit sie umgesetzt wird. Ganz natürlich. Ja, es gab viele Bewohner, sie sind dabei. Ich glaube, 100 Leute und sie hat nur Lust zu helfen und ja, sind freundlich. Vor verschiedenen Kulturen und ja, wir haben zusammengearbeitet für das schönste Projekt. Es gab auch im Café-Team zwei Männer, sie sind aus Irak, ich glaube. Sie hatten Erfahrung mit Sofa zu bauen und ja, sie können im Moment ein Sofa bauen und so weiter. Sie sind professionell, ich glaube. Die Stimme war sehr, sehr cool. Die Leute sind freundlich und es gab Ice Cream, es gab Kaffee, es gab Essen, lecker Essen. Ich glaube, zusammen, Rockteam mit Bewohnern, sie haben schönes Arbeit gemacht. Einfach genau Spaß haben, weil die Musik gut ist, weil die Stimmung einfach total genau durchdrungen ist von Vertrauen und Liebe und ja, Selbstwert. Ja. Und dafür haben wir verschiedene Tools, die wir da einsetzen, zum Beispiel Soziokratie 3.0 oder den Theory U Prozess, an dem wir uns dann lang hangeln, ja, im Prinzip um zu zeigen, so kann man auch anders miteinander sein, miteinander arbeiten, ganz andere Mechanismen, ganz andere Grundwerte einstreuen. Genau das, was wir uns da vorher vorgestellt haben, dieses Dorf, was belebt ist, was genutzt wird, wo halt Kontakt stattfindet, wo zusammen gegessen wird, zusammen gefeiert wird, gelernt wird, wo, ja, hat sich in diesem Moment verwirklicht. An dieser Stelle sollte unser Film eigentlich aufhören mit einem Happy End. Aber es kam nochmal alles ganz anders. Denn die Etage hat tatsächlich nie eröffnet, weil Brandschutzauflagen gefordert wurden. Und wir hatten uns eigentlich gut vorbereitet mit Architekten, Experten. Wir dachten, alles wäre eine Formalie, aber es zog sich ewig hin. Unklare Verantwortlichkeiten. Und letzten Endes konnten wir wirklich die Etage der Möglichkeiten, das Dorf, nie eröffnen. Was natürlich besonders hart war für die Bewohnerinnen, die viel Hoffnung reingesetzt hatten.
was uns leid tut für unsere Partner, die Malteser, und besonders auch die vielen Freiwilligen, die so engagiert mitgetan haben. Ich denke, Rock ist deswegen nicht gescheitert, sondern wir haben viel gefragt und viel verstanden. Wir haben irgendwie Energie und tatsächlich auch Liebe letzten Endes gespürt in diesem Baufestival. Und wir haben dann eigentlich gezeigt, dass dieser Prototyp für ein neues System steht, was mit dem Alten kollidiert. Und die Kollision, die zeigt eigentlich auf, was falsch läuft. Aber eigentlich brauchen wir doch an diesen Orten Fantasie. Wir bräuchten Innovation, wir bräuchten gesunden Menschenverstand, um mit den Menschen eben Lösungen zu entwickeln, die für sie die richtigen sind. Also ich glaube, die große Frage ist am Ende, mit welcher Haltung gehen wir da rein? Sind wir offen für die Menschen? Sind wir offen für ihre Geschichten? Haben wir wirklich Lust, gemeinsame Lösungen zu bauen? Weil dann kann auch eine Zukunft entstehen, die wieder ganz offen ist und Chancen für alle bereithält.